Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Slay the Spire. Nun habe ich euch jeden Charakter hier einmal vorgestellt, werde aber dennoch versuchen, den Standardmodus mit einem Charakter einmal ganz durchzuschaffen und möchte euch natürlich auch die Freischaltung zeigen. Ich fange jetzt wieder mit dem Eisernen an. Nochmal Erklärung, 80 Trefferpunkte, 99 Gold, damit fängt er an. Und er hat sein Relikt, dass er am Ende des Kampfes 6 Trefferpunkte heilt. So, und wenn man mit einem Charakter gespielt hat und es bis zum Boss des ersten Aktes geschafft hat, hallo nochmal, gibt uns Niao auch noch zwei weitere Auswahlmöglichkeiten, die allerdings auch einen Nachteil mit sich bringen. Hier könnte ich nun eine seltene Karte für mein Deck wählen, aus 3 dann auswählen, verliere aber 8 Maximal-TP, das möchte ich nicht unbedingt. Und ein zufälliges Boss-Relikt. Boss-Relikte, haben wir gesehen, können auch einen schweren Nachteil mit sich bringen. Und das Startrelikt verlieren, dass wir uns am Ende des Kampfes mit 6 Punkten heilen, will ich auch nicht aufgeben. Deswegen verbessere ich mal eine Karte zu Beginn des Spiels. Und da nehme ich Schmettern, sodass ich 10 Schaden mit dieser besonderen Attacke verursache und auch noch den Gegner für 3 Runden verwundbar mache. So, gewährt. Wunderbar. Dann schauen wir uns mal wieder den Lageplan an. Wo bringt es am meisten lang zu gehen, was Lagerfeuer, Händler und eventuell auch Elite angeht? Und da fällt mir direkt dieser Weg hier ins Auge. Haben wir hier vorher nicht auch schon einen Händler? Ja. Aber da haben wir noch zu wenig Gold. Aber hier der Händler, der könnte schon sinnvoll sein. Haben da nochmal eine Elite. Und haben hier sogar noch ein weiteres Lagerfeuer. Damit ist der Weg schon mal klar. Ich werde diesen Weg nehmen mit Lagerfeuer, Händler und Elite. Und danach wieder ein Lagerfeuer, wo wir uns je nachdem auch nochmal ausruhen können, falls die Elite uns zu sehr schadet. Also starten wir hier beim rechten Punkt. Und haben direkt einen Stachelschleim und Säureschleim, die uns 12 weghauen würden. 6 würde ich ja heilen, deswegen muss ich tatsächlich 10 blocken und verletze schon mal den Stachelschleim. Klebrige Spucke, er haut uns also wieder ein Verschleimt ins Deck. Verschleimt war eine Karte, die halt uns blockiert, die aber erschöpft, wenn wir sie ausspielen, was allerdings 1 kostet. Geben wir diese Energie nicht aus, bleibt diese Karte in unserem Deck, bis der Kampf vorbei ist. So, und hier haben wir nun... Das ist gerade Mist. Gut, dann muss ich ihn leider mit Schmettern töten und noch einen blocken, dass wir nur 5 Schaden kriegen. Dann haben wir insgesamt 7, das heißt, wir können uns nach dem Kampf nicht mehr ganz aufrappeln, sondern auf 79, wenn jetzt kein weiterer Schaden zutrifft. Aber hier haben wir nochmal verwundbar, das ist gut. Damit macht der Angriff 9 Schaden und er hat nur noch 9, wirkt aber jetzt einen negativen Effekt. Und ich glaube, beim Säureschleim war es so, dass er uns schwächt und wir 25% weniger Schaden machen. Genauso ist es. Aber es dürfte trotzdem reichen. Wir machen jetzt immer noch 6 Schaden mit einem Angriff, da er ja noch verwundbar ist. Und da reichen die beiden Angriffe aus, ihn zu töten. Und haben 79 Trefferpunkte. Haben einen Trank, der uns für einen Zug 5 Stärke gibt. Und was nehmen wir als Karte? Der Flammenwall ist natürlich teuer, bringt aber auch viel Block. Aber ich nehme die teuflische Klinge. Das kann ein zufälliger Angriff sein. Das kann auch ein sehr mächtiger Angriff sein, den wir dann auf die Hand kriegen und für den Rest des Kampfes haben. Die Karte wird allerdings danach erschöpft. Aufgebessert kostet die teuflische Klinge allerdings nichts. Deswegen nehme ich diese nun in mein Deck auf und schaue mal, ob wir uns mit 113 Gold schon was beim Händler willkommen leisten können. Was haben wir denn hier?
So, von den Relikten können wir uns nichts leisten. Aufrüsten ist immer gut, weil wir halt dann für diesen Kampf tatsächlich eine Karte verbessern können, die sich noch auf der Hand befindet. So, Zorn hat so im Moment im Rabatt, fügt 6 Schaden zu, kostenloser Angriff. Und sobald das auf dem Ablagestapel wandert, erhalten wir ein weiteres Exemplar. Ne, sobald wir das ziehen, kriegen wir ein weiteres Exemplar. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die Karte ziehen, kommt auch ein weiterer Zorn in unser Deck. Könnte sinnvoll sein, ich nehme aber lieber Spalten, dass wir allen Gegnern 8 Schaden zufügen. Und dann gehen wir mal weiter. Wo wollte ich jetzt lang? Ich wollte hier lang, ne? Genau, Händler, und hier war die Elite versteckt. Also den rechten Weg. Wobei, jetzt haben wir so viel Gold ausgegeben, da kann es sein, dass der Händler schon keinen Sinn mehr macht. So, verbessere eine Handkarte bis zum Ende des Kampfes. Das ist klar, da nehme ich die teuflische Klinge, denn die kostet jetzt nichts. Und wir haben einen perfekten Schlag. Füge 18 Schaden zu. Ja, das ist nett, denn damit kriegen wir ihn direkt tot. Wir können den zweiten Schlag für ihn aufwenden, ohne nochmal blocken zu müssen. Leider übernehmen wir diesmal nicht unsere Energie. Wir haben keine Eiscreme dabei. Das wäre jetzt natürlich auch nochmal super. Und mit der zweiten Attacke ist auch die zweite Laus tot. Und hier haben wir nun Niederreißen, füge 12 Schaden zu, wende 2 schwach an. Das ist natürlich gut. Dann hätten die für 2 Runden 25 weniger Schaden, gegen den wir diesen Angriff richten. Ich nehme aber den kostenlosen Zusammenstoß. Kann aber auch, wie gesagt, nur gespielt werden, wenn sich nur Angriffe auf unserer Hand befinden. Und da haben wir schon wieder den Kultisten, der nach und nach stärker wird, den wir jetzt schon mal mit 6 Punkten verletzen. Wir sind übrigens wieder ganz geheilt, da der letzte Kampf recht schnell ging. Und das sieht man doch gerne. Wir haben nur Angriffskarten auf der Hand. Und mit Schmettern machen wir ihn auch noch verwundbar. Das heißt 21 Schaden. Ja, der ist tot, würde ich mal behaupten, ne? Das ging auch flott. Dann nehme ich nun Nimm gelassen, erhalte 8 Block und ziehe eine Karte. Hämokinese macht zwar viel Schaden, aber ich füge mir selber ungern Schaden zu. Hier würde ich ja 3 Trefferpunkte verlieren, deswegen nehme ich Nimm gelassen und wir haben ein Ereignis. Schrottschlamm. Als du den Raum betrittst, hörst du ein Gurgeln und das Geräusch von reibendem Metall. Vor dir befindet sich eine schleimartige Kreatur, die mehr Schrott gegessen hat, als gut für sie ist. Aus dem Inneren der Kreatur siehst du Licht schimmern. Vielleicht etwas Magisches? Es scheint, als könntest du ein paar Schätze bekommen, wenn du einfach in die Öffnung greifst. Die sauren, scharfen Dinge könnten allerdings schmerzhaft sein. Hier macht es, ich könnte jetzt einfach weitergehen, aber ich nutze mal die 25%ige Chance, ein Relikt zu finden, auch wenn mich das 3 Lebenspunkte kostet. Autsch, alles was du findest, ist verrostetes Metall und ein bisschen brennender Schmerz. Du bist dennoch überzeugt, dass dort ein Relikt ist. Ich könnte nun weitersuchen. Gibt wieder einen Trefferpunkteverlust, aber die Chance, ein Relikt zu finden, erhöht sich um weitere 10%. Ich wage es einfach. Autsch! Alles, was du findest, ist, muss ich nicht nochmal vorlesen. Jetzt verliere ich schon 5 Trefferpunkte. Also ich sag mal, bis 60 würde ich runtergehen. Aber hier, geschafft. Nachdem du dich durch das Metall und die Säure gewühlt hast, bekommst du das Relikt zu fassen und kannst es herausziehen. Du ziehst dich aus dem Schlamm heraus, lediert, aber auch belohnt, und wir finden ein Shuriken. Immer wenn du 3 Angriffe in einem Zug ausspielst, erhalte eine Stärke, und Stärke erhöht, wie gesagt, unseren Schaden bei Angriffen, jeweils um 1 pro Stärkepunkt. So, und gerade der Eiserne hat halt viele Karten, die seine Stärke aufbauen, wodurch er auch nach und nach, je länger der Kampf dauert, stärker wird. Dadurch könnten die Shuriken noch einen kleinen Schub extra bieten. So, hier haben wir das erste Lagerfeuer. 12 Trefferpunkte werde ich nicht heilen.
sondern werde jetzt tatsächlich erstmal die teuflische Klinge verbessern, sodass dies immer kostenlos ist. Gerade weil diese Karte erschöpft, man sie nur einmal im Kampf nutzen kann, würde ich das auch gerne kostenlos tun. Und hier haben wir 4 Gremlins. Einen schleichenden Gremlin, der 9 Schaden macht. Den Gremlin-Zauberer, der jetzt nicht angreift, aber seinen Zauber vorbereitet, der nachher sehr stark wird. Den wütenden Gremlin, der immer stärker wird, wenn man ihn verletzt. Und den fetten Gremlin, der uns mit jeder Attacke, die er gegen uns richtet, schwächt. Dann nehme ich erstmal die teuflische Klinge. Was haben wir hier? Blut um Blut, 18 Schaden. Ja, gegen wen richte ich das? Ich glaube erstmal gegen ihn, dann werden wir nicht geschwächt. Das Schmettern richte ich gegen ihn, dann ist er auch schon mal tot. Und ich hätte noch einen Angriff, den würde ich tatsächlich gegen den Zauberer richten. Damit der nicht dazu kommt, seinen Zauber zu sprechen. Dass wir ihn vielleicht in der nächsten Runde schon töten. Und dadurch, dass wir 3 Angriffe gespielt haben, haben wir jetzt auch noch einen Stärkepunkt erhalten, der für den Rest dieses Kampfes bleibt. Wird geladen. Und er haut uns 4 rein. So. Das ist ärgerlich. Zusammenstoß mit 3 Blocks. Die müsste ich also alle spielen, um das nutzen zu können. Ich könnte auch das spielen, aber dann blockiere ich mir das, weil ich nicht genug Energie habe dafür. Und er würde eine Stärke dazu kriegen. Nein, ich blocke tatsächlich. Hoffe, dass wir dadurch keinen weiteren Block ziehen. Aber das tun wir. Damit können wir also diesen Angriff nicht mehr vollführen. Und das kann in der nächsten Runde ganz schön gefährlich werden, wenn er tatsächlich dazu kommt, seinen Angriff zu sprechen, seinen Zauber. Laden wird geladen. Jetzt geht's los. Mal schauen. 25 will er uns reinbrettern. 47. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ich blocke. Erhöhe den auf 10. Dann hätten wir 17. Das reicht immer noch nicht. Dann werde ich tatsächlich diesen Trank trinken. Dann kriege ich ja nochmal 5 Stärke nur für diese Runde. Und das reicht aus, ihn zu töten. Und blocken seinen Angriff wieder. Jetzt müssen wir aufpassen, wie oft wir ihn angreifen, weil mit jedem Angriff ja seine Stärke um 1 steigt. Okay, ich muss es wieder so versuchen. Weil der halt viel Schaden macht. Und den kriegen wir jetzt auch geblockt. Und dann müssen wir in der nächsten Runde nur gucken, dass er 8 Trefferpunkte verliert. Und das kriegen wir hin. Blut um Blut. Wir heilen 6, sind wieder bei 70, kriegen Gold. Und was haben wir hier? Durchdrehen, erhalte 2 Energie und es erschöpft. Also eine einmalige Karte, die uns 2 Energie gibt. Dafür haben wir aber zu wenig Karten, die richtig teuer sind. Verbrennen, verliere am Ende deines Zuges, weiter brauche ich gar nicht lesen. Ein Trefferpunkt und füge allen Gegnern 5 Schaden zu. Das wäre in jeder Runde, aber je nachdem wie lange ein Kampf dauert, gerade bei starken Gegnern, verliert man doch sehr viele Trefferpunkte. Und wie gesagt, ich verliere ungern Trefferpunkte. Und Stärke, die nehme ich gerne als Macht. Das ist zwar dann nur einmalig pro Kampf, keiner, der sich immer weiter steigert, aber Entflammen macht doch Sinn. Schauen wir mal beim Händler rein. Für 65 werden wir zwar nicht viel kriegen. Da wäre jetzt nochmal Stärke drin. Der gewagte Ansturm mit benommen, Niederreißen mit schwach. Ich werde definitiv das Muskelspiel nehmen, es ist kostenlos und in dieser Runde erhalten wir dann 2 Stärke extra. So, und dann schauen wir uns jetzt einmal, genau danach wollte ich hier lang, da hier 3 Lagerfeuer sind, aber wir haben auch noch eine Elite vor uns. Schauen wir mal, was sich im Schatz befindet. Die fröhliche Blume, die hatten wir in der letzten Runde schon als Defekten oder als das Defekte, der uns alle 3 Runden eine extra Energie gibt. Das ist doch schon mal gut. Und
wir haben diese Elite, die mag ich wirklich nicht. Die hauen uns gleich wieder benommen ins Deck. Und einer greift an und dann wechseln sie sich ab und die beiden greifen an und er haut benommen rein. Demnach wäre es eigentlich sinnvoll, schnell einer der äußeren beiden zu töten. Ja, ich rüste auf und mache mal einen Schlag besser, sodass wir ihn schon mal ein bisschen runterschlagen und nehmen halt jetzt 4 Schaden in Kauf. Aber einer der beiden muss sehr schnell sterben, damit wir nicht in einer Runde 18 Angriff blocken müssen. Zumal das mit den benommenen Karten, die in unsere Ablagerdeck landen, ja auch immer schwerer wird. 8 plus 6 sind 14 plus 26. Wagen wir das? Wir kriegen dann einen Stärke auf jeden Fall dazu. Ich mache es einfach. Auch wenn wir jetzt 18 Schaden erleiden, müssen wir halt darauf hoffen, dass ich in späteren Runden dazu komme, wieder ein bisschen zu heilen. Oder in der Not sogar bei einem Lagerfeuer auszuruhen. Sehr schön. Die teuflische Klinge bringt einem Body Slam. Na toll. Das habe ich mir jetzt besser vorgestellt. Aber wir nehmen das Muskelspiel, wir nehmen die Verteidigung. Wir können mit dem Zusammenstoß, das wäre ein bisschen verschenkt, das jetzt gegen ihn zu spielen. Genau, der Body Slam bringt doch was. Wir haben ja Stärke jetzt auch 3. Das heißt, wir machen nicht nur 5, sondern 8 Schaden. Dann kriegen wir ihn damit platt. Und wir können nochmal 30 Schaden verursachen. Verwundbar tritt halt nicht in Kraft, da die halt hier noch das Artefakt haben. Ich glaube, das haue ich auf den hinteren. Den Angriff jetzt können wir nicht blocken und auch nicht verhindern. Aber so können wir wenigstens in der nächsten Runde seinen Angriff verhindern. Und wir haben jetzt nur noch 44 Trefferpunkte. So, das sieht gut aus. Wir spielen Entflammen. Dadurch macht das Spalten nochmal 2 Schaden mehr. Da wir jetzt Stärke 4 haben. Und damit verletzen wir beide, wodurch der hintere stirbt. Noch eine Karte ziehen bringt nichts. Oder mit etwas Glück könnte das halt ein Benommen sein, dass wir dann halt auch nochmal verbrauchen. Ich versuch's einfach. Nein, natürlich nicht. Das heißt, es ist jetzt die Gefahr da, dass wir viele benommen Karten ziehen. Ja, wir kommen nicht zu einem Angriff, aber wir können zumindest seinen Angriff blocken. So. 10, 20, das reicht. Da brauchen wir noch nicht mal das Muskelspiel für. Und die Elite ist besiegt. Wir kriegen 31 Gold, haben die Sonnenuhr. Jedes dritte Mal, wenn du dein Deck mischst, erhalte 2 Energie. Okay. Super. Nehme ich nochmal eine teuflische Klinge. Die wird zwar erschöpft, aber den Angriff, den wir dadurch kriegen, den behalten wir ja. Allerdings kostet er, wenn wir ihn nochmal ziehen, dann halt seine Energie. Ich nehme die teuflische Klinge nochmal. Man weiß nie, was diese bringt. So, anstatt jetzt aber die teuflische Klinge, die zweite, die wir haben, auch nochmal kostenlos zu machen, werde ich tatsächlich Entflammen verstärken, sodass wir dadurch eine Stärke von 3 erhalten. Und dann schauen wir mal, wer sich hier befindet. Wir haben einen Säureschleim, das ist ein mittelgroßer Säureschleim, das heißt, er teilt sich einmal. Nein, das würde ich jetzt noch nicht nutzen. Ich nutze aber das Muskelspiel, um die beiden Angriffe schon mal stärker zu machen. Und er wird uns jetzt wahrscheinlich schwächen. Der Säureschleim schwächt ja, wie gesagt. Und sobald wir 33 erreicht haben bei seinen Trefferpunkten, teilt er sich. Und schaffen wir sogar noch weniger, dann werden die kleineren halt auch schwächer. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Lecken. Und er macht uns wieder 2 Runden schwach.
Aber was finden wir denn hier? Einmal aufrüsten. Dadurch kann ich die zweite teuflische Klinge nämlich auch nun kostenlos machen. Dann haben wir noch einmal Verteidigung. Wir kriegen nur einen Schaden. Eine Kopfnuss haben wir und ein Bumerangschwert. Soll ich noch einen Fertigkeitstrank? Nein, das wäre für ihn verschwendet. Erstmal Kopfnuss, dann ziehen wir nochmal das Muskelspiel, um zwei Stärke zu erhöhen. Verletzen ihn jetzt nochmal mit 6. Oh, 3×2. Ja. 33. Damit bringen wir ihn auf 34. Er teilt sich also noch nicht. Der Angriff wird nicht verhindert. Wir kriegen aber jetzt Stärke hinzu. Und in der nächsten Runde haben wir die Möglichkeit, ihn noch niedriger zu schlagen, dass die kleineren schwächer sind. Zumal wir in der nächsten Runde ja auch 4 Energie haben. Kriegen dafür jetzt aber einen Schaden ab. Und er verschleimt uns. So, das sieht gut aus. Wir erhöhen unsere Stärke nochmal um 3. Und dann erhöhen wir unsere Stärke nochmal um 2, nur für diesen Zug. Und können dann spalten und den Schlag spielen. Nein, will ich immer noch nicht verwenden. Könnte bei einem späteren Gegner weitaus mehr von Nutzen sein. Und nun haben wir zwei 15er Säureschleime. Und hier muss ich auf jeden Fall verteidigen. Okay. Wir kriegen beide tot. Mit dem Zusammenstoß töte ich ihn. Wir haben... Nein. Ah, ich habe gar keine Energie mehr übrig. Kriege ich nochmal 5 rein? Dann würde ich mich mit 6 heilen und wäre wieder bei 50. Dann ist es so. Dann ist es so. Geschicklichkeitstrank, der für den ganzen Kampf um 2 erhöht. Und was haben wir hier? Füge am Ende deines Zuges allen Gegnern einen Schaden pro in diesem Zug gespielten Angriff zu. Oder Kampftrance, ziehe 3 Karten. Du kannst in diesem Zug keine weitere Karten ziehen. Das heißt, wenn wir dann Nimm's gelassen ziehen, würden wir halt auf diesen Bonus verzichten. Aber diese Karte würde man ja spielen, weil es am Block oder Angriff fehlt. Ich glaube, da nehme ich tatsächlich Kampftrance, weil es halt auch nichts kostet. Die Macht... Wir haben zu wenige, die nichts kosten, ne? Doch, die teuflische Klinge, Zusammenstoß, Muskelspiel. Ist ja doch recht viel. Je nachdem noch eine zweite teuflische Klinge. Kann auch der Feueratem sehr stark sein. Aber es ist halt nur ein Schaden pro ausgespielten Angriff. Angriff auch noch, okay. Nein, ich nehme die Kampftrance. So, und an dieser Stelle werde ich nun das Aufrüsten verbessern, denn damit verbessern wir alle Handkarten bis zum Ende des Kampfes, wenn wir das spielen. Das ist schon mal besser als nur eine, die wir uns aussuchen können. Schauen wir mal, wer sich hier befindet. Ah, diese blöden Pilzbestien. Und der macht auch schon direkt... 6. Ich schau mal, ob wir, wenn wir jetzt ziehen... Aha. Damit haben wir schon mal alle Schläge für den Rest des Kampfes verbessert. Und können ihm auch schon mal 9 reinhauen. Das ist doch schon mal gut. Es hat sich gerade schon mal gelohnt. Die Kampftrance. Ah, die wird ja auch nicht erschöpft. Das heißt, die können wir auch nochmal ziehen, wenn der Stapel gemischt wird. Nicht schlecht. So, Entflammen wird gespielt. Und dann schaue ich mal, was die teuflische Klinge bringt. Ein Sprungtritt. Füge 8 Schaden zu und ist der Gegner verwundbar, erhalte Energie und ziehe eine Karte. Verwundbar ist hier gerade leider keiner. Ich kann aber einen Block spielen. Beide mit Ill verletzen. Und das richte ich gegen ihn, denn wenn ich es gegen ihn richte, dann würde ich verwundbar und ich würde mehr als nur 4 Schaden kriegen. Und so verhindere ich einen Angriff. Also so. 8 Schaden fügt das ja zu. Okay. Wir haben beide tot.
war ja kostenlos, ganz vergessen. So, 19 Gold und wir erhalten eine Karte. Erhalte 3 verwundbar, erhalte zu Beginn deines Zuges. Okay, 3 Runden verwundbar, aber dafür für den Rest des Kampfes eine Energie mehr. Ah, besser als eine Karte zu erschöpfen, die wir vielleicht noch im Kampf brauchen können. Und 3x3 einem zufälligen Gegner, also 9 Schaden. Bei mehreren Gegnern kann das auch blöd aufgeteilt werden. Ich nehme tatsächlich Berserker. Man muss die Macht ja nicht spielen. Aber schauen wir mal an, was die bringen würde, wenn wir sie aufbessern. Nur noch 2 verwundbar, also für die Runde, wo wir sie spielen und in der darauffolgenden Runde. Das wäre schon besser. Hier kriegen wir Block 11. Hier würden wir 4 Stärke kriegen. Ich glaube, ich mache die zweite teuflische Klinge kostenlos. Und damit wären wir wieder beim ersten Bossgegner des ersten Aktes. Und wir kriegen direkt in der ersten Runde schon ordentlich Schaden bei ihm hin, denn wir haben hier das Muskelspiel. Wir haben diesen kostenlosen Angriff auch noch mit Niederreißen, der ihn schwächt. Er wird aber erst in 3 Runden angreifen. In der übernächsten Runde, dann ist er nicht mehr schwach. Aber egal, wir machen 16 so, wir machen 14 so. Und dann hier nochmal 8 und nochmal 9, weil gerade durch den dritten Angriff unsere Stärke um 1 gestiegen ist. So, dann verlieren wir wieder 2 Stärke, weil wir das Muskelspiel gespielt haben. Die eine behalten wir aber und haben jetzt sogar 4 Aktionen. Wovon nur 2 Angriffe sind. Das kann aber auch gut sein, denn er teilt sich ja bei 70 und jetzt bereitet er seinen Angriff vor. Schleim zerschmettern! So. Verwundbar 3. Verwundbar 3. Wir erhalten dann immer eine Energie mehr. Entflammen haben dann Stärke 4. Das heißt, wir kriegen 13, damit teilt er sich. Das heißt, wir können in dieser Runde auf jeden Fall verhindern, dass er angreift. Das heißt, wir wären nur für die nächsten 2 Runden verwundbar, wo es uns treffen könnte. Mache ich einfach mal. Entflammen. Nun spalten. Kampftross könnten wir ziehen und eventuell die teuflische Klinge damit ziehen. Oder wir ziehen sogar die teuflische Klinge und können noch einen Angriff versuchen. Wie dem auch sei, ich versuche es. Und wir finden leider das Schmettern, was natürlich praktisch gewesen wäre. In der nächsten Runde. So. Da greift einer mit 24 an. Das ist etwas viel. Ich schau mal, was eine Fertigkeitskarte bringt. Eine weitere teuflische Klinge. Sehr, sehr geil. Schauen wir mal. Knaufschlag, ziehe eine Karte. Stärke 2. Ach, ich hätte noch aufrüsten können, dann hätte es 4 gebracht. Das war dumm. Ich kann aber immer noch aufrüsten. Dann ziehe ich jetzt 4 weitere Karten, wenn ich das nutze. Eisenwelle bringt uns auch nochmal Block. 4 Karten ziehen. Ja komm, schmettern. Dann spalten wir auch nochmal. Dann ist er schon mal tot. Und er wird uns nun gebrechlich machen. Der Stachelschleim macht gebrechlich. Das heißt, auch in dieser Runde kam verwundbar nicht zu tragen. Und in der nächsten Runde, da wir nicht mehr geschwächt sind oder da wir nicht geschwächt werden. Und aktuell eine Stärke von 7. Okay, wir verlieren gleich 2, also 5 haben. Ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir ihn zum Teilen zwingen können. Ist jetzt die Frage. Bei 33 teilt er sich. Da mache ich erstmal einen Schaden nur. Und verwende mal hier verschleimt, sodass das aus unserem Deck verschwindet. Und warte die nächste Runde ab. Er macht uns jetzt ja eh wieder schwach.
oder gebrechlich eher. Und wir haben jetzt wieder 4 Energie. Ja, das ist doch super. Dann wird er nicht angreifen. Wir kriegen ihn sogar tot in dieser Runde. Haben wir jetzt überhaupt gegen diesen Gegner Lebensenergie verloren? Nein, ich glaube nicht. Das heißt, am Ende der ganzen Runde, also am Ende dieses Durchlaufes, werden wir dafür auch noch Bonuspunkte erhalten. So, wir haben Berserker, haben wir schon, unempfindlich, 30 Block, der erschöpft, kann ein Lebensretter sein, aber ist halt nur einmalig. Das Verschlingen, das wenn wir jemanden töten, mit 10 Schaden, außer Untertan, Entschuldigung, was ist denn das gerade? Erhöhen wir natürlich unsere maximalen Trefferpunkte um 3, was natürlich auch sehr gut sein kann. Ich nehme tatsächlich Verschlingen. So, dann werfen wir einen Blick in die schöne Schatztruhe. Wähle 5 Karten für dein Deck. Wähle beim Aufheben 3 Karten, transformiere und verbessere sie. Haben wir denn 3 Karten, wo man sagt, naja, die sind nix? Nicht wirklich. Also das ist eigentlich gar nicht so schlecht, auch mit Berserker. Also fällt das schon mal weg. 5 Karten wählen, also wir wählen 5 mal aus 3 Karten. Wäre auch nicht schlecht. Erhalte in deinem Zug Energie. Immer wenn du eine Truhe außer Boss-Truhen öffnest, erhalte einen Fluch. Aber wir hätten halt 4 Energie auf jeden Fall pro Zug. Mit Berserker dann 5. Entschuldigung. Ja. Dann könnte man auch mal das Augenmerk auf teure Karten werfen. Gerade nachher Mächte können ja sehr teuer sein. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Schlüssel. So, und damit ist der erste Akt mal wieder geschafft. Beim zweiten Akt hoffe ich diesmal, dass ich ihn bestehen werde. Wir werden es sehen im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.